damit hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Unboxing. Zum einfachen Grund, auf dieses Gerät habe ich mich schon ewig gefreut und im Titel habt ihr das eh schon gesehen. Es geht heute um den NES 30 Pro Controller von 8Bitto inklusive Smartphone Clip Extender. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding hat Bluetooth, funktioniert am PC, am Handy, an der Nintendo Switch, aber seitdem Nintendo Switch Support da ist, ist iOS Support weggefallen. Per Downgrade wäre man auch möglich, aber das werden wir heute jetzt nicht testen, denn ich brauche das Ding eher an der Switch als am iPhone. Und da ich hauptsächlich eigentlich eher Android benutze. Egal. Auf der Seite der Controller. Auf der Seite nichts. Auf der Seite nichts. Hinten auf Englisch. Lustigerweise hier steht es noch drauf: iOS, Android, Windows und macOS. Examples iPhone, iTouch, was wird das iTouch? iPad, Samsung Note 2. Ah ja, das ist nur einer von der ersten drei Versionen, merke ich gerade. Ich habe den gebraucht gekauft, von daher. Egal. So, lieber Autofokus. Tu was für dein Geld. Geht doch. So, und jetzt einfach. Weg. Auch wieder cool. 8Bitto. Da ist das gute Stück. Er ist klein, er ist handlich und er sieht aus wie ein NES-Controller. Gehen wir gleich drauf an. Schauen wir mal nochmal, was hier drin ist. Okay. Eine Kurzanleitung. NES 30 und FC 30, ja, den gibt es noch im anderen Design, dass er halt aussieht wie eher wie ein Famicom-Controller. Selbe Form, halt dann nur die Faceplate anders. Und hier sieht man wieder Android, Windows, Mac, Switch. Komisch, hier steht wieder Switch, auf der Box steht es nicht. Und natürlich hier nochmal auf Chinesisch. Klar, das Gerät ist aus China, aber die Chinesen brauchen mittlerweile auch gutes Zeug. Zip. So, hier drin haben wir Bitto. Ach ja. Mitgeliefert wird natürlich ein passendes USB-Kabel. Cool, sogar mit Logo drauf. 8Bitto. Micro-USB. So. Da ich den eh nicht brauche, möchte ich eigentlich in diesem Zustand da wieder rein friemeln. Oh, jawohl, passt. Denn ich lade den eben mit einem ganz normalen Handyadapter. Und das Beste, was ich finde: Everything old is new again. Ich hoffe, man erkennt das. Zum 30. Geburtstag vom Famicom sozusagen kam dieses Ganze. Schade, das kann ich jetzt. Da hinten steht FC30, obwohl wir hier den NES30 haben. Aber finde ich gut gemacht, deswegen, ich habe den noch verpackt, den müsste ich eigentlich eher aufheben. Obwohl so ein Schlüsselanhänger natürlich schon geil ist. Aber egal, wir packen jetzt erstmal wieder alles einigermaßen zusammen. Voraussetzung, ich kriege das hin. Dann kommt den jetzt hier rein. Dann kommt das rein. Jetzt kommt das rein. Und wir kümmern uns mal um den Controller an sich. Ja, er sieht aus wie ein NES-Controller. Zum Vergleich. Mehr muss man dazu nicht sagen. Das D-Pad ist ungefähr dasselbe gefühlt. Na gut, der kann hier. Ja, nicht dasselbe. Aber die Start und Select fühlen sich authentisch an, nur die hier gucken ein bisschen mehr raus als die. Okay, die Knöpfe sind aber ein bisschen anders. Und was der Originale nicht hat, Schulterbuttons. Wo ich aber ein bisschen verzweifeln werde,
Hier ist R2, hier ist R1. Ich hätte es mir andersrum gewünscht oder vielleicht irgendwie hintereinander. Aber egal, dafür ist er halt richtig kompakt. Das sehen wir mal schnell in einem Vergleich gegen einem iPhone SE. Also von daher sind ungefähr gleich groß. Und ja, kommt fast auf selber raus. Also von daher richtig schön klein. Hier geht noch mal eine LED-Leiste rum, was ich ganz cool finde. Na. Ach, die Entfernung will er nicht. Egal. Power-Button. Sync-Button. Sehen wir gleich. Micro-USB-Ladebuchse. Aber da war ja noch was. Nämlich den Original-Expander. Everything new is old again. Everything old is new again. So rum. Ups. Na komm. Mehr ist nicht drin. Hier auch wieder cool. 8-Bit-O. Mal gucken, wie das Ding jetzt zusammenfriemelt. Och du Lehrer, wartet mal kurz. Eben hat's Klack gemacht und dran ist er. So. Den verbauen wir jetzt hier drauf irgendwie. Ah ja, jetzt passt's. Nicht ganz, aber jetzt. So, und hier kann man nämlich jetzt. Dieses Beispiel funktioniert zwar leider nicht, weil wie gesagt kein iOS-Support. Aber man kann halt dann schön Minecraft oder Emulatoren auf dem Handy zocken. Finde ich ganz praktisch. Nur das Einzige, was ich gerade sehe, was nicht ganz praktisch ist. Ich komme hier jetzt nicht mehr in die Ladebuchse. Die Knöpfe sind noch erreichbar. Aber egal. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier was gucken. So. Wir sind hier in den Bluetooth-Einstellungen. Und wir halten den Knopf gedrückt, bis er angeht. Halten den Knopf jetzt gedrückt. Jetzt geht er in den Sync-Modus. Und wie ihr hier schon seht, da ist er auch gleich schon. Verbinden. Achtung, jetzt als Vorführeffekt will er denn wieder nicht. Oh doch, verbunden. Und ihr seht, das funktioniert sogar. Nur der Microsoft Launcher mag das nicht so. Wollen wir jetzt einfach mal testweise. Schmeißen wir einfach mal das an. Ich hoffe, ich habe den Ton jetzt raus. Oh ne, der war recht laut. Und ihr seht, funktioniert einwandfrei. Also, wie ihr seht, funktioniert. Jetzt noch. Das leuchtet auch schön. In der Kamera sieht das natürlich jetzt richtig lustig aus. Und aus. Am PC testen wir es jetzt nicht, weil wenn es hier am Handy funktioniert, am Tablet funktioniert, funktioniert auch überall, was Bluetooth hat. Außer natürlich auf iOS, weil iOS hat seine eigene Meinung. So, da ist die Nintendo Switch. Wir machen mal hier an. Machen ihn jetzt im Switch-Modus an. Und ihr seht, ihr seid dazu gesagt, ich bin froh, dass ich die halt koppeln konnte. Es ist ein bisschen tricky, wenn man dann hier nämlich hingeht, könnt ihr ja nach Controllern suchen, ne, nicht nach Controllern, Griffweise ändern. Dann kommt ihr hier hin, dann müsst ihr den suchen lassen und bei mir hat es sage und schreibe 10 Minuten gedauert, bis die sich gefunden haben.
Oh, cool, dass er wieder ausgegangen ist. Muss ich Akku leeren? Ah, jetzt. Also, wenn du fertig bist. Aber wie ihr seht, funktioniert reibungslos. Ich werde jetzt nicht extra noch ein Spiel starten. Von daher, sitzt, passt, wackelt. Auf jeden Fall, ich finde das Teil richtig, richtig Bombe. Freue mich aufs Mobile Gaming. Dass der auch Switch-Support hat, ist schon geil. Von mir bis jetzt eine klare Kaufempfehlung. Okay, ich muss ja zugeben, ich benutze den schon länger. Und auf jeden Fall, ich finde ihn toll. So teuer ist er jetzt nicht. Ich glaube, ich habe 25 bezahlt. Gut, war auch kein Neugerät. Müsst ihr halt mal gucken. Retrofaktor auf jeden Fall vorhanden. Er liegt auch saugut in der Hand und für unterwegs, finde ich, ist er optimal. Nur das hier oben stört mich halt ein bisschen, dass die vertauscht sind, aber man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall, klare Kaufempfehlung. Ich finde es geil. Und wie immer sage ich danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.